Guten Morgen. Es ist 7:53 Uhr und ich komme gerade vom Laufen. Oder ich war gerade laufen. 4,3 Kilometer. Kann ich mal zeigen. 4,25 Kilometer. Ne? Ja. Und dafür, dass wir gestern grillen waren bei meiner Cousine, ich sehr viel gegessen habe, wirklich sehr viel gegessen habe. Ich habe so lecker Gemüsespieße auf dem Grill für mich extra und Brot und Salat und so. Ich wirklich war pappelsatt und habe Wein getrunken, weil ich nicht fahren musste. Beschloss, meine Schwester fährt. Konnte ich auch Wein trinken. Ja, und dafür bin ich zwar nicht so viel gelaufen, aber sehr schnell unterwegs. Also schneller als sonst. Jetzt so schnell jetzt auch nicht, aber schneller als sonst, sagen wir so. So, ich versuche jetzt nochmal die Videos zu importieren von der GoPro. Habe ich zeitlich gestern doch nicht mehr geschafft. Und währenddessen mache ich erstmal Frühstück für mich. Dass mir ein YouTube-Video gesperrt hat. Letztens habe ich ein YouTube-Video hochgeladen, ich weiß gar nicht, welches das war. Jedenfalls war da eine Stelle drin, wo Musik lief von Lauren Hill. Everything is Everything lief da. Und wurde mir gesperrt. Oder ist in manchen Ländern nicht erreichbar oder nicht anschaubar. Und war natürlich Deutschland, wo ich anschaubar war. Deswegen musste ich das Video nochmal bearbeiten und die Stelle mit der Musik da auf laut ausstellen. Dann ja, war ein bisschen nervig. So, alle anderen haben schon gefrühstückt, das ist ein bisschen der Kaffee schon wieder. Aber ich war ja laufen und ich habe gelernt, wenn man auf nüchternen Magen morgens laufen geht, so wie ich immer mache, soll man nicht länger als 45 Minuten laufen und am besten nach dem Laufen 2 oder 3 Stunden warten, wenn man was isst, weil dann der Körper noch am Verbrennen ist vom Körperfett. Das ist wirklich viel besser. Versuche ich mich jetzt dran zu halten. Ich bin dicker Hund. Boah, er hat ein Vieh. Ein Hund ist er. Glaube ich jedenfalls. Ist er. Muss das Vieh töten. Alter. So, ist gerade rausgeflogen. Musst du doch nicht töten. Ist auch okay. Tötet ja ungern. Selbstverletzung. Es gibt Pommes zum Mittag, Buttererbsen, Rahmchampignons und Buletten. So, Buletten esse ich natürlich nicht. Deswegen sind Buttererbsen, Rahmchampignons und Pommes. Reicht mir auch, ist völlig okay. Na, Cookie, es gibt Essen. Dim, dim, dim. Los. Ab. Nein. Schluss jetzt. Los, komm. Los. Hier. Hopp. Sehr gut. Schmucke der Ratte. Yay, cool. Ich habe wieder ein Fahrrad. Yeah, yeah. Und zwar ist das mein altes Rad, jetzt mein neues. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Naja, cool. Ich habe das bekommen vom Bruder meines Onkels. Die wohnen immer noch in Berlin. Damals noch West-Berlin, glaube ich. Ne, es war kurz nach der Wende. Ich muss so 13, 14 so gewesen sein. Da habe ich das Rad bekommen, weil der Bruder sich von meinem Onkel da sich ein neues Fahrrad gekauft hatte und das nicht mehr brauchte. Und die haben es mir geschenkt. Und es ist schon ein cooles Rad gewesen. Damals schon ein gutes Rad gewesen. Und er hat es mir geschenkt. Halt. So, dann bin ich damit gefahren. Und ja, bis ich 18 wurde ungefähr. Weil dann hatte ich Autoführerschein und brauchte nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Aber ansonsten fuhr ich die ganze Zeit. Und bin eine Zeit lang sogar immer mit zur Arbeit gefahren, wo ich meine Ausbildung begonnen habe. Das sind immerhin 17 Kilometer eine Strecke. Habe ich mir so gedacht, du hast ein cooles Rad, kannst du mit dem Fahrrad fahren. 17 Kilometer, das geht doch. Naja, hat mich doch ziemlich schnell angekotzt. Weil du bist angekommen, warst kaputt, warst fertig. Nach der Arbeit, die auch anstrengend war, musstest halt auch nochmal 17 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und das im Dunkeln und so. Und naja, die Bundesstraße lang. Damals ging es noch, aber toll war es nicht. Jedenfalls fuhr ich das eine ganze Zeit lang, wie gesagt, und mit 18 an Autoführerschein bin ich halt kein Fahrrad mehr gefahren, sondern jeden Meter, der ging, irgendwie mit meinem Auto gefahren. Und mein Onkel, also nicht der Onkel, sondern ein anderer Onkel, war irgendwann mal hier und sah das Fahrrad stehen und sagte, ja cool, so ein Rad sucht er, weil er will ein bisschen Fahrrad fahren für die Fitness und zur Arbeit und so. Und ich habe gesagt, ja, kannst du mitnehmen, weil ich bin ja eh nicht mehr gefahren und so. Hab mir irgendwie noch ein bisschen Geld dafür sogar gegeben und ja. Und vor einiger Zeit habe ich gesehen, dass das bei meiner Oma stand, das Fahrrad, weil er da dann, wenn sie am Wochenende da waren, mal gefahren ist. Und ja, dann habe ich ihn mal gefragt, ob er noch fährt, weil es war auch ziemlich eingestoppt und so. Und ob ich es denn haben kann, weil ich würde ganz gern wieder Fahrrad fahren. So, just for fun und für die Fitness und so. Und ja, hat er gesagt, na klar, kannst haben, kannst wieder mitnehmen. Ich wollte ihm sogar noch was geben, weil er hat mir was gegeben, hat noch Geld reingesteckt damals, hat ein paar Sachen neu gemacht und so, was ziemlich runtergekommen war. Und ja, ich wollte mir aber nichts abnehmen, hat gesagt, nimm's so mit, ist okay, kann er mal seinem Neffen mal auch was geben. Ja, und cool, ne? Jetzt habe ich halt ein Fahrrad. Jetzt habe ich es eben ein bisschen sauber gemacht, bin gerade die erste Runde gefahren. Ja, und ja, hat die GoPro drauf, zeige ich jetzt im Nachhinein. Oder vorher, mal sehen, keine Ahnung, werde ich sehen. Ja, geil. Morgen brauche ich das Vorderrad aus und dann müsste ich es in meinen Kofferraum kriegen. Und dann nehme ich es mit auf die Insel und dann mal schauen. Ist schon ziemlich cool. Ich hoffe, die Luft hält jetzt. Es war platt, er hat es extra hochgehangen, damit die Reifen sich nicht kaputt stehen. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich werde gleich mal bei Amazon schauen, was es an cooles Zubehör gibt. Ich brauche auf jeden Fall Halterung für die GoPro, damit ich die da anbauen kann. Und eine Hose, eine Radfahrhose, hier mit gepolstertem Arsch. Da ist ja nur dieser schmale Sattel drauf. Kann ich mir die Vasektomie sparen? Irgendwann. Alles klar, so, ich gehe jetzt in den Pool.